Der siebte Tag beginnt im Wald der Hoffnung. Da wir jetzt die blauen Pikmin haben, können wir den Wald der Hoffnung komplett abschließen. Ich denke auch, dass wir heute zwei Teile kriegen. Aber sicher bin ich mir nicht. Das ist immer so ein bisschen das Problem. Naja, wir nehmen uns erstmal die blauen Pikmin. Und schauen auf die Karte. Na. Okay. Ja, ich werde mit dem Blauen jetzt erstmal versuchen, dieses Teil hier zu bekommen. Da brauche ich auf jeden Fall die Blauen für, weil wir da über Wasser gehen müssen, hat man auf der Karte gesehen. Dementsprechend nehme ich jetzt auch erstmal nur die Blauen mit. Genau, hier müssen die nämlich den Weg aufmachen. Hier ist auch nichts weiter. Ich hoffe, die sind da sicher. Ich sehe zumindest keinen Gegner. Deswegen, die sollen das jetzt erstmal machen. Immer noch 40 gelbe, 40 rote und 17 gelbe. Die roten sind einfach zu stark, die brauche ich. Und die gelben, die können halt nicht so viel, dementsprechend nehme ich die nicht so häufig mit. Uah, Angriff! Na komm, dann besiegen wir den hier auch noch. Wieso nehmen die mir hier die Brücke wieder weg? Frechheit. Okay, zwei Pikmin sind gestorben. Ich war nicht vorsichtig genug. Kennt man ja. Ihr seid so blöd. Ihr seid so blöd. Jetzt kommen die nicht mal mit. Na gut. Ich glaube, die einen haben es geschafft. Ich habe gerade das Signalgeräusch gehört. Ja. Dann bleibt ihr mal hier. Hier ist ein bisschen Gras, das jetzt zerreißen könnt. Vielleicht findet ihr ja Nektar. Da wir nicht so viele blaue haben, sollen die zumindest gut ausgebildet sein. Jetzt ist hier ein Boss. Unser erster Bosskampf. Und ich weiß nicht, wie man diesen Boss besiegt. Na super. So, alle hoch hier. Ja gut, dass hier ein Boss ist, das war ja zu erwarten. Ich glaube, es gibt in jedem Gebiet bis auf die Absturzstelle einen Boss. Problem daran ist natürlich, Bosse sind stark und der sieht auch sehr gefährlich aus. Ich weiß nicht, welche Pikmin ich da gebrauchen werde. Mal schauen. Wie viele liegen jetzt hier noch rum? Ja, schon einige. Kann ich sonst noch was machen? Da bräuchte ich blaue für. Die sind aber jetzt gerade alle schon beschäftigt. Da oben ist ja auch dieser Schnapper. Das ist ja auch ein Boss, mehr oder weniger. Na gut, dann muss ich die jetzt auch noch zu der einen Stelle bringen. Oh, die sind aber gleich schon fertig. Das überrascht mich ein bisschen. Aber gut, dann werden wir den Boss besiegen. Ich weiß zwar nicht wie, aber
werden sehen. Okay, jetzt sind sie fertig. Jetzt habe ich ein paar blaue mitgenommen, die wollte ich eigentlich gar nicht mitnehmen, aber egal. Okay. Sowas wie ein Octorok. Und wohl von hinten angreifen müssen. Nein, kommt her. Ihr seid da nur in Gefahr. Ihr seid da nur in Gefahr. Es bringt nichts, gegen ihn zu kämpfen. Oh mein Gott. Aber sie hören auch nicht. Sie hören einfach nicht. Vielleicht muss ich aber auch werfen. Ne, der ist aus Stein. Wir werden Bomben brauchen. Also wer jetzt nicht mitkommt, wird sterben. Kann ich nichts dran ändern. Kommt ihr mal mit. Ich hoffe, das geht mit Bomben. Aber es müsste eigentlich mit Bomben gehen. Ich meine, die Bomben liegen ja nicht umsonst hier. Darum ist auch ein Teil. Vielleicht können wir uns auch erstmal um das andere Teil kümmern. Naja, mal gucken. Wenn sie mit den Bomben versuchen, wenn das nicht klappt, dann weiß ich nicht, wie man den Gegner besiegen soll. So. Ihr seid so dumm, ihr seid so dumm, ihr seid so dumm. Oh mein Gott. Dann lassen wir die Gegner jetzt. Ich weiß nicht, ob die Bomben respawnen. Will es auch nicht rausfinden. Ich habe jetzt schon so viele Pikmin verloren. Mehr ertrage ich gerade nicht. Komm mit, fall nicht hin. Ihr sollt jetzt auch nicht vermehren, wobei wir das gleich machen können. Aber jetzt nicht. Vielleicht kann man hochgehen. Mehr oder weniger. Mhm. Manche schaffen es zumindest da hoch, andere nicht. Und hier haben wir ein Teil. Nämlich den Stoßdämpfer. Dieses Gerät gleicht die Schwankungen und Erschütterungen aus, die auf einer Raumreise vorkommen. Man gleitet wie auf Wolken dahin. Normalerweise. Könnt ihr das mitnehmen, ohne den Käfer zu wecken? Ich denke schon. Hier ist noch ein bisschen Honig. So, ihr noch. Das reicht nicht. Ich hab nicht genug Pikmin. Unglaublich, dieser ganze Tag ist total im Eimer. Ah, jetzt gratis, ja.
Das mit den Bomben habe ich einfach total falsch gemacht. Das war mein Fehler. Jetzt ist gleich schon Mittag. Wir kriegen aber einen Teil auf jeden Fall. Da bin ich jetzt doch recht zuversichtlich. Kommt, wächst noch. Ich habe so viele Pigment verloren, das tut so weh. Okay, die reichen auf jeden Fall. Schafft ihr es? So gerade. So, mitkommen und abtransportieren. Dann haben wir doch ein Problem. Die müssen daher gehen. Die können nicht hierher. Die können auch nicht, anscheinend nicht hier runter. Moment, sind da noch Pikmin? Ne, da sind nur Blumen. Komm, besiegt ihn. Lasst euch nicht fressen. Der Tag ist verloren. Ich habe alle meine blauen Pikmin jetzt verloren. Ich meine, ein paar leben ja noch, aber... Ja. Nee, ich mache nichts mehr. Ich vermehre die Pikmin jetzt noch, die blauen, die ich habe. Und das ist dann alles. Das ist alles schlecht gelaufen. Ich hätte auf der anderen Seite rote Pikmin hochwerfen können und die dann nutzen können. Das hätte geklappt, das wäre gut gegangen. Aber, ja. Ich dachte mir, die blauen... reicht nicht. Wusste nicht, dass die beim Käfer vorbeigehen. Aber es ist ja irgendwie klar, sonst wäre der Käfer ja nicht da. Wenn der keine Funktion hat. Na gut, dann sammle ich jetzt meine Pigment ein. Wir tun einfach so, als wäre dieser Tag hier nicht geschehen. Wir haben zwar nichts erreicht, aber... Oh ne, jetzt nehm nicht die... Oh mein Gott. Sollen schon die blauen machen? Auch die gelbe hier. Dann könnt ihr euch hier noch an dem Nektar erfreuen. Und ich... alle meine Pikmin zu finden. Ist immer schwer, wenn hier noch Pikmin rumliegen. Da weiß man nie so ganz, welche wozu zählen. Deswegen bringe ich die jetzt erstmal alle weg. Ich hoffe, es liegt nicht noch irgendwo einer rum. Aber es sieht ganz danach aus, dass ich zwei irgendwo verloren habe. Oh ja. Aber die kann ich noch mitnehmen. Wirklich? Bitte sterb nicht noch.
So, Sonnenuntergang. Was für ein schlechter Tag. Oh Mann. Furchtbar. 7 Tage seit Aufprall. Ich habe beobachtet, dass sich das Blatt auf dem Kopf der Pikmin erst zu einer Knospe entwickelt und dann zu einer Blüte. Wenn ich die Triebe der Pikmin nicht pflücke, blüht jedes Pikmin nach einiger Zeit auf. Faszinierend. Diese Verschmelzung einer tierischen und einer pflanzlichen Lebensform ist sicherlich einzigartig in der Natur. Die erhöhte Flinkheit der Blumenpikmin empfinde ich als großen Vorteil. Ich konnte beobachten, dass Blumenpikmin, die im Kampf sterben, Samen zurücklassen. Daher kann man nach jedem heftigen Kampf neue Triebe finden. Ich habe 46 Pikmin im Kampf verloren. Und nur 32 heute bekommen. Also wir haben einen großen Verlust gemacht, vor allem bei den Blauen. Wir haben jetzt nur noch 30. Die müssen wir im nächsten Part auf jeden Fall erstmal vermehren, bevor wir das eine Teil holen können. Aber das wird schon funktionieren. Ich glaube, ich werde die vermehren, während ich gegen den Punktkäfer kämpfe. Ja, so machen wir es. Wir gehen also nochmal hier in dieses Teil, in diese Region. Und hoffentlich nehmen wir dann auch wirklich 2 Teile mit. Wir haben jetzt 8 Teile und sind bei Tag 8. Das heißt, wir sind noch ganz gut dabei, aber es wird sonst knapp. Okay, Leute, das nächste Mal wieder im Wald der Hoffnung, aber dann mit mehr Erfolg. Bis dahin, nur das Beste.